wobei das Abdrängen des eigenen Potenzials im Laufe des Lebens eine ganz wichtige Rolle spielt. Und diese abgedrängten Anteile nenne ich Schattenanteile. Sie gehören zu uns, sie sind nur verdrängt und dem Tagesbewusstsein nicht mehr zugänglich. Also die Unversehrtheit geht durch die Verdrängung verloren und viele unterschiedliche Anfälligkeiten sind die Folge davon. Und das muss noch nicht mal eine Krankheit sein, sondern das können einfach Empfindlichkeiten sein. Der Schattenanteil im Unterbewusstsein gehört zu uns. Er kann um nichts weggemacht werden. Er wird unterm Deckel gehalten und das kostet uns viel Verwaltungsenergie, die wir dann nicht mehr zur Verfügung haben für die Gestaltung unseres Lebens. Negative Emotionen fressen reichlich Energie. Und wie schaffen wir, dass wir die Anteile von unter dem Tisch auf den Tisch bekommen? Wir pumpen Energie rein in das System. Wir brauchen längst nicht mehr so viel Energie, um unseren Schatten zu kontrollieren. Die Verwaltungsenergie nimmt also deutlich ab. Diese Energie steht uns dann zur Gestaltung unseres Lebens zur Verfügung. Je mehr der mitgebrachten Anlagen zur Verfügung stehen, desto variabler können wir den Anforderungen aus dem Umfeld begegnen und desto weniger Stress bekommen wir. Denn Stress entsteht, wie wir ja schon gesprochen haben, auch dadurch, dass Anforderungen an uns herangetragen werden, denen wir uns nicht gewachsen fühlen.